bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch das. Die Bandschirms. Die sind ganz neu. Zumindest haben wir die neu in der Werbung gesehen. Ja. Und bevor jetzt wieder alle fragen, wo habt ihr das gekauft? Das gab es jetzt gerade bei Rossmann im Angebot. Das ist der Megapack mit 400 Teilen. Und ich sag euch jetzt, welche Farbe dabei ist. Blau, grün, rosa, gelb, orange, rot, weiß, schwarz. Und bei diesem Megapack, drehen wir um. Gibt es die alle Sachen. Ja, ich hole das mal ein bisschen dichter, damit ihr das erkennen könnt. Da sind nämlich auch noch Augen mit dabei und sogar kleine Fledermausflügelchen und Beinchen und ein Schnurrbart. Und ein Hut. Und guck mal hier, da hat jemand eine Schlange gebastelt und ein Froschkönig. Hier unten ist sogar eine kleine Spinne oder was das ist. Halt, warte! Im Auto. Das Auto hat Augen. Die Eule finde ich cool. Und die kleine Biene. Ich weiß, wo es aufgeht. Hier an der Seite. Genau, und jetzt kannst du das mal aufmachen und dann holen wir mal alles raus und dann kannst du mit Papa zusammen versuchen, mal was zu basteln. Okay. Oh Mann. Oh wow, also da sind sie auf jeden Fall. Pass auf nicht, dass sie alle rausfallen. Hier sind die Flügel und, oh guck mal, sogar Entenfüße. Die haben so kleine Widerhaken. Ich zeige euch das mal von nahen. So, könnt ihr das sehen? Die haben so ganz kleine Häkchen und da halten sie sich aneinander fest. Und sogar so, hier seht ihr die verschiedenen Farben. Also da kann man ordentlich was mit basteln mit diesem Megapack, würde ich sagen. Wir machen jetzt den Vogel. Da nehmen wir das Geknautschte. Hanna hat schon Augen ausgesucht. Ja. Und den großen Hut mit. Den großen Hut, gib mir den großen Hut. Wird hier oben reingestochen. Nein, gestochen. Ja, meine ich doch, da in dieser... Nein, das genau, das kann Hanna, kann das auch, ne? Hanna kann das auch. Du musst genau in eins von diesen kleinen Löchlein, die da sind. Ich möchte das nicht sehen. Am Po? Am Po? Du musst doch gucken, wo die Augen sind, Schnucki. Der muss richtig hier sein. Weil hier muss der Hut hin. Ja, kannst du ja machen. Du kannst das aber auch erst da reinstecken. Nimm mal einen runter. So einen. Genau, und jetzt steckt den Hut da rein. Ist er drin? Ja. Und dann kannst du ihn draufsetzen. Wow, jetzt brauchen wir einen Schnabel. Da soll er hin. Okay. Wo ist ein Schnabel? Hier. Ja. Guck mal hier. Ich mach den fester, okay? Ja. Ich such schon mal den Schnabel. Ah. Bock, bock, bock. Die Füße brauchen wir auch, das ist richtig. Die Entenfüße möchte ich haben. Die Orangen. Und das soll... Eine Krone? Dann machen wir den Hut weg und kriegt er eine Krone. Ja. Und jetzt die Füße, die da. Die Füße möchte ich haben. Die? Ja. Ich möchte die reinmachen. Da unten rein, oder? Hm. Ja, da unten rein. Und ich hole schon mal den Schnabel. Ja, ein großer Schnabel. Ein Königreich für einen Schnabel. Da ist der Schnabel. Und ich sonst? Wie habe ich dir gesagt, die sind das am besten? Du nimmst dir einen raus. Aber der ist so tief. Dann nimmst du dir einen von hinten. Nimm einen von hinten. Und ich mache schon mal den Schnabel rein. Und jetzt unten die Füße drunter. Und dann müssen wir ja noch ein bisschen Flügel machen. Nehmen wir so drei, so. So drei, so. Hast du? Füße dran? Das muss ja, das kann ja ruhig ein bisschen lustig aussehen. So. Boah, wow, da sieht schon mal lustig aus. Und guck mal. Ja. Sieht doch knuffig aus. Halt mal in die Kamera. Hier, guck mal. Flatter, flatter, flatter. Ich zeig mich von nahem. Wow, der guckt rein. Flatter. Oh.
Ich such mir was aus. Ja, dann mach. Such dir was aus. Also die kann man ja immer wieder auseinander und wieder zusammenbauen. Oh, ist der süß. Der hat ja ein Krönchen auf, aber mal der Entenfüße? Ja, das ist ein Butschi. Guck mal, ich habe eine coole Raupe gebaut, Mama. Mit Sterti. Das ist eine coole Raupe mit Sonnenbrille. Hallo, ich bin eine coole Raupe. Guck, ich bin Puck, die Stubenfliege. Da kann man ganz tolle Sachen mitbauen. Ja, und guck mal, hier ein Trampolin mit Augen. Ein Trampolin mit Augen. Und hier steht auch mal drauf, zum Beispiel fürs Einhorn, was ihr dafür braucht, wie viele von diesen kleinen Bandschirms. Oder hier für den Vogel, 46 blaue, 6 gelbe, Augen, Schnabel, Füßchen. Da oben für die Vase. So viele Ideen. Ja. Und dann steht hier fest zusammendrücken immer. Hallo, Frau Einhornkäfer. Hallo. Das sieht ja lustig aus. Sieht aus, als wenn Sie Staub saugen können hinten. Ja, ich kann auch hinten Staub saugen. Sehr gut. Dann können Sie mit mir nach Hause kommen. Ich habe nämlich so viel Dreck in der Küche. Okay, ich mag nämlich auch Staubsaugen. Klasse. Ein Einhornkäfer, der gerne putzt. Das waren die Bandsims. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Und wir gehen jetzt nach Hause. Ja. Und putzen. Mit.